Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss mal wieder checken, ob der. Ja, jetzt nimmt er auf, gut. Wann er den hat. Und ja, wir. Beim letzten Mal haben wir es ja nicht geschafft, den Desasterpark zu retten. Wir hatten theoretisch noch den Robopark, aber ich denke, dass ich tatsächlich mal versuchen werde, bis Caney Beach nochmal zu machen. Also mal fortsetzen hat. Das sind. Da habe ich 11.000 Nullgäste. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann steige ich da mal wieder ein. Bei dem Punkt. Ich habe 11.000 Cash da gerade. Gut, ich muss jetzt erstmal Pause. Was habe ich hier alles? Hausmeister habe ich noch nicht und das habe ich alles noch nicht. Gut. Dann sollte ich nochmal Hausmeister einstellen. Mechaniker sollte ich. Ja, komm. Zwei Mechaniker. Träger packe ich auch mal. Stelle ich auch mal zwei Stück ein. Dinosaurier. Ein Entertainer. Gut. Und ein Sicherheitspersonal. So, dann was ich jetzt hier checken wollte ist, ja, es scheint so, als ob ich den schon, jupp, als ob ich da schon hochgedreht hätte. Ja, gut, dann mache ich jetzt dann, nein, nicht Panic Loop, ich wollte nicht Panic Loop, ich wollte den Eingang haben. Okay, gut, dann kann, das kann ich einfach hier machen. Gut, bis Caney Beach, 10. Ich brauche halt von Anfang an, muss ich halt Gewinn machen, deshalb. Also nach Möglichkeit Gewinn machen, deshalb stelle ich den direkt mal auf 15 hoch. Hopp. Dadurch, dass ich halt mit den Fahrgeschäften selber keinen Gewinn machen kann, muss ich halt den Gewinn über meine. Über meine Läden und über den Parkeintritt halt machen. Gut. Okay, Dinge, die ich dann jetzt noch bauen kann. Die habe ich beide gebaut. Ich möchte mal schauen. Ich hatte nämlich einige. Okay, Panic Loop kostet 5.000. Ich hatte nämlich auch einige Dinge aus dem Workshop runtergeladen. Ist auch zu teuer, also nee. Ja, ist ein bisschen viel zu teuer, der Rollemon. Der würde vom Preis her super noch passen. Der hier auch. Der würde sogar so gut passen, dass der mittel und niedrig auch noch ist. Ich denke, dass ich dann. Ja, sehr hoch. Ich denke, dass ich den hier bauen werde. Der ist sehr, sehr günstig. Die Frage ist, wohin quasi baue ich den jetzt? Wenn ich den halt dahin baue, dann. Obwohl die Frage ist natürlich auch, wie wird das dann hier letztendlich quasi gelöst? Also das könnte ich so bauen. Ich baue den dann auch so mal. Ich weiß, das sieht jetzt ziemlich belustigend aus, das Ganze, aber ich habe da tatsächlich einen Plan, wie ich das jetzt machen möchte. Gut. Und dafür baue ich jetzt nämlich nochmal dann hier ein. Baue ich da jetzt wieder noch einen? Obwohl. Ja, ich baue da trotzdem noch ein Riesenrad jetzt. Gut. Ich muss jetzt nicht schauen, aber das. Ich hoffe einfach mal, dass ich da auch dann Wege hinbauen kann. Ja, ich denke, hier sollte ich aber vielleicht eher den. Das.
dass ich da dann hab. Gut. Gut. Ich check dann mal zuerst, kann ich hier. Ja, den kann ich da bauen. Gut. Ja. Weiß es, denke ich, dass das hier. Jo. Beziehungsweise, das ist nicht. Egal, das war der falsche Weg, glaube ich. Jo. Gut. Die Farbe? Nein. Gut. So, damit habe ich das schon mal. Für mich ist dann jetzt die ein bisschen gerade die Frage, Gut. Ich denke, dass ich das so baue dann hier. Da muss ich dann, dann schicke ich gleich erstmal weiter. Zuerst mache ich dann. Die Frage für mich ist quasi, was passiert, wenn ich den. Okay, das funktioniert also schon mal. Gut, das heißt, wenn ich den jetzt so mache, dann hat der da den auch. Gut. Hallo? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier jetzt längs ziehen. Gut. Ja. Damit habe ich hier den nämlich jetzt auch da zumindest einmal so weitergezogen. Gut. Warte mal, wie viele Züge können maximal hier. Ach shit, nur ein Zug. Ach Mist, egal. Gut. Ich hoffe einfach, dass das trotzdem funktioniert. Gut. Damit das einmal. Also ich brauche auf jeden Fall eigentlich noch einen Pausenraum. Deshalb kommt dann mal wieder hier der schöne Spaß mit dem Pausenraum. Gut. Ich denke, dass ich dann hier dann noch mal wieder irgendwie. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal was wieder vorbauen, damit der da halt nicht ganz so hässlich aussieht. Gut, Wände. Waren hier oben nicht irgendwie? Da, doch. Gut, hopp. Ich will auf Nummer sicher gehen, daher habe ich das jetzt so. Gut. Was habe ich hier noch für weitere? Okay. Wenn das so ist, dann stelle ich den Verkaufsautomaten mal hier hin. Und. ...1,70 überall. Für die Dinger. Gut. Dann brauche ich halt auch noch Mülleimer. Hopp. Hm.
Gut. Dürfte das reichen mit den Mülleimern? Ich platziere da einfach nochmal einen hin. Und das dürfte doch... okay, vielleicht sicherheitshalber stelle ich da auch nochmal einen weiteren. Gut, dann kommen jetzt Bänke. Gut, Bank. 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 Ne, da soll ich offenbar keinen. Gut, dann baue ich da eine Bank hin. Da oben stelle ich auch noch meine Bank hin. Da kommt Bank hin. Gut. Da nochmal. Ja, ich denke, das dürfte dann auch erstmal so für Bänke reichen. Gut. Dann die Sache mit nee, erstmal nicht. Gut. Mit einem Karussell. Wo? Mit einer Rutsche vielleicht? Ich könnte hier tatsächlich eine Rutsche reinstellen. Und das dürfte hier sogar auch da längs. Den dürfte ich da sogar längs bekommen. Gut. Ja, da sollte ich vielleicht nicht hinstellen. Da aber. Gut. Dann kann ich hier einfach mal... So, damit habe ich da zumindest auch dann schon mal weitere. Hier kann ich theoretisch jetzt auch noch was reinstellen. Die Frage ist dann halt, was. Die sind alle 4-4er, das heißt, aktuell kriege ich dann nichts von der Größe rein. Gut. Ich habe jetzt 1200. Habe ich irgendwie noch eine Wildwasserbahn, die günstig genug ist quasi dafür, die ich da so jetzt bauen könnte. Also ja, Wildwasserbahn würde hier reinpassen, aber ich denke gerade nicht so das Optimale dort. Einfach mal rein, was Interesse. Der hier würde sogar besser passen, eigentlich, aber hey, egal. Die hier hat... Ja, okay, so viel mehr Unterschied ist das da jetzt auch nicht. Egal. Nee, ich muss auch ein bisschen auf die Finanzen jetzt achten. Deshalb... Neues Forschungsteam, aufregende Fahrgeschäfte habe ich schon zwei. Ich denke erstmal Läden. Erstmal Läden und dann, ja, mal jetzt mal Start. Gut, ich brauche jetzt, vielleicht soll ich jetzt nochmal... Damit das vom... Also ich habe hier zwei Achterbahnen, das müsste... Das müsste dann bei 20 doch eigentlich kein Problem sein, oder? Gut, auch mal muss ich jetzt schauen. Wir haben mindestens 600 Besucher in deinem Park, okay. Habe eine Erlebnisbewertung von 50%, von 80%. Habe eine Sauberkeitsbewertung von mindestens 75%. Okay, ja. Mal sehen, wie viele Besucher ich jetzt in den Park bekomme und
wie das finanziell dann aussieht. Also ist das der Sicherheitstyp? Oder wer ist das da? Info, ja. Bevorzugt Fahrgeschäfte, Intensität von Fahrgeschäften Mitte und Hoch, okay. Mitte und Hoch ist hier in Ordnung. Ah ne, warte mal, ich muss... Ups, das fällt mir ein... Das ist hier ein... Dekoration. Nein. Versteckedekoration. Ich muss ja noch. Das war blöd. Das war natürlich dämlich von mir. Die Aktion. Gut. Ich habe jetzt gerade tatsächlich Plus gemacht. Das ist sehr schön. Hallo? Was soll denn das jetzt da werden? Sorry. Aber nein. Gut. War schon verwundert, aber jetzt macht das natürlich, jetzt ergibt das natürlich Sinn. Ich möchte doch nicht so viele beim Riesenrad stehen haben, ey. Warte mal, wieso ist der hier geschlossen? Das ist doch auch Schwachsinn. Gut. Okay, jetzt funktioniert das auch alles so, wie es funktionieren soll. Gut. Ich denke, dass hier die Warteschlange noch eigentlich zu lang ist. Ja, Geldautomat, den kann ich dann zum Beispiel da reinpacken. Aber ich denke, dass ich den auch hier zum Beispiel reinpacken werde, dass ich hier halt ein bisschen was umändern werde von... Das sieht doch verdammt gut aus. Zufriedenheit und sowas, alles, das läuft doch. Die Preise scheinen auch noch zu funktionieren, alles, also hey. Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut läuft, dass das so gut funktioniert. Ehrlich nicht. Gut. Habe ich die... Ja, die Skulpturen habe ich schon freigeschaltet, denke ich. Oder? Räume, Felsen, Requisiten, Brunnen, Skulpturen. Gut, dann kommen nämlich jetzt einmal ja, sorry, aber ich denke, das ist halt einfach besser so. Ah fuck, da ist die Bank jetzt auch mit weg, aber hey, egal. Ich denke, das ist so klüger von dem. So. Da kommen die Geldautomaten hin. Skulptur. Also. Ich baue dann da mal eine Skulptur hin, einfach. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was das jetzt mir jetzt glaube ich das Kultur noch bringen soll, aber hey, gut. Hm.
Okay, Flascheis bekomme ich bald. Gut. Das ist ja auch mal wieder sehr klasse, was ich hier gerade so gefunden habe. Achso, okay. Achso. Okay, der ist dort. Was gesagt, wie kriege ich den dann da jetzt am besten durch? Das ist jetzt natürlich für mich irgendwie ein kleines Problemchen, was ich hier gerade entdeckt habe. Also, ich habe theoretisch die Möglichkeit, hier einmal außenrum zu bauen. Ich denke, das sollte ich auch... machen, dann. Okay. Das hat nicht funktioniert. Gut, dann... mach ich einmal so. Gut. Hopp. Und hopp. So. Nicht ganz optimal, aber es funktioniert irgendwie schon mal. Da mache ich ein wenig Minus gerade, aber... eine Erlebnisbewertung von 80%, gut. Erlebnisse 60%. Na toll, Negativnachrichten sind immer schlecht. Ich habe jetzt 8000 irgendwie... insgesamt an Cash gerade. Das ist natürlich ganz gut für mich. Die Frage ist jetzt natürlich, wie immer, wie nutze ich das Geld jetzt am besten? Also, ich denke, irgendwie eine Wildwasserbahn wäre nicht schlecht. Gut. Die Frage ist halt quasi wo und welche. Also, okay, da in dem Falle würde ich hopp, ja. Ich weiß, wie ich die Warteschlange hier jetzt baue für die Wildwasserbahn. Gut. Damit habe ich zumindest jetzt auch hier eine Wildwasserbahn im Park. Und ich denke, dass ich da dann auch mal hier Bank. So, bisschen. Okay, die Intensitätsbewertung niedrig bevorzugen, gut. Hopp. Und hopp. Und hopp. Gut. Ich denke, dass ich hier irgendwo noch ein Depot noch reinstellen sollte. Um dann damit auch noch vielleicht ein paar Gäste abzuarbeiten. So, Slush-Eis. Slush-Eis packe ich mal da oben hin, denke ich.
Ah, ne. Das wollte ich nicht. Lager slash Eis. Gut. Gut. Damit habe ich dann da jetzt Lascheis. Und ich denke, dass ich jetzt noch weitere Reinigungskräfte auch brauche. So. Und einen weiteren Mechaniker. Auch nochmal. So. Ich habe schon 404 Besucher jetzt. Erlebnisse 62. Okay, was wollen die denn? Beziehungsweise können die Warenkisten nicht woanders längst angetragen werden? Ja, das ist nicht so. Ah, okay. Weitere Toiletten. Stimmt. Das ist auch noch ein Punkt, der. Und natürlich Wände. Gut. Ja. So, damit habe ich da zumindest nochmal weitere Toiletten. Ehrlich, ich denke, dass ich hier unten. Obwohl. Nee, da passen keine. Aber hier kann ich einfach welche hinpacken. So werde ich es machen, einfach. So, dünn, 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 dünn. So.